Stein, der Erdbeere raus. Und wie laufen eure Gin-Tastings? Bei unseren Gin-Tastings gibt es immer 6 verschiedene Gins zu probieren, mit den dazugehörigen Tonics. Es sind verschiedene Tonics, die wir da vorstellen, wo man auch so ein bisschen ausprobieren kann, welches Tonic passt am besten zu welchem Gin, weil es da wirklich auch richtig große Unterschiede gibt. Mhm. Dazu gibt es noch ein bisschen was zu essen, große Antipasti-Platten, genau, so ein ganz gemütliches Zusammensitzen. Und dann haben wir natürlich auch immer nochmal die Kombination, ist uns nochmal wichtig, und wir mixen dann zusammen nochmal 2 Gin-Cocktails. Mhm.